Kann er den Heimfluch besiegen? Interimstrainer Robert Rolofsen, er hatte dem FC Hansa zuletzt ja wieder Leben eingehaucht. Vielleicht kann Hansa ja unter ihm den ersten Heimsieg des Jahres holen. Auf dem Platz aber macht erstmal der Gegner richtig Druck. 22. Minute, Benyamani, 1:0. So werden Tore herausgespielt. Hansa aber kämpft weiter, 38. Minute, Ecke Rostock. Und Halil Safran köpft den Ausgleich. 1:1 zur Pause. Das macht Mut, wo Rolofsen doch seine Heimpremiere als Übergangstrainer feiert. Doch das Blatt sollte sich wenden. 7 Minuten nach Wiederanpfiff, Ecke Münster. Und Simon Scherder köpft die Gäste wieder in Führung und setzt Hansa mächtig unter Druck. 7 Minuten später, wieder Ecke Münster. Und wieder kassiert Hansa einen Treffer. Wieder durch einen Kopfball. 1:3. War es das etwa? Nicht ganz. Julian Jakobs versucht's und hat Glück. Münsters Scherder, der Torschütze zum 1:2, fälscht Jakobs Ball noch ab. 2:3, der Anschluss ist wiederhergestellt. Und Übergangstrainer Rolofsen kann wieder hoffen, wittert sogar den Ausgleich nach diesem Handspiel von Münsters Grote. Der hatte schon gelb, muss jetzt vom Platz und Hansa bekommt den Freistoß. Vollkommen zurecht. Halil Safran schießt aber einfach zu schlecht. Keine Chance. Was mir sehr leid tut für die Mannschaft, weil wir uns, denke ich, damit hätten belohnen können. Und ja gut, die machen dann das 4:2. Dass wir dann nachher wieder vier Gegentore bekommen haben, ist natürlich eine Sache, aber... Aber das Wie ist das Entscheidende. Der Ball von Hansa-Keeper Jörg Hahnl landet beim Gegner. Und der lässt sich natürlich nicht lange bitten. 2:4. Hansa kann seit Mitte Dezember einfach nicht mehr im eigenen Stadion gewinnen. Taktisches Plan hat gestanden. Wir haben eigentlich vier sehr gute Chancen gehabt. Man muss das Glück haben, dass du das Tor machst, ne? Dann ist es okay. Und dann irgendwann denkst du, was haben wir verbrochen, dass du dann den Elfmeter nicht reingeht. Ne? Das 4:2, das ist dann mehr von der Statistik, dann hört sich blöd an, das ist alles Ergebnispolitik. Aber ich finde schon, dass die Jungs das versucht haben zu machen, was ich gefragt habe. Das wird keine einfache Vorosterwoche für Hansa. Sonnabend geht's nach Burghausen. Ja, und wer dann auf der Trainerbank sitzt, ist auch noch nicht klar.